Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute zum ersten Video aus F1 22 und wir starten direkt mit dem wichtigsten, nämlich der Kameraperspektive. Ich habe mich bewusst für diese Kameraperspektive entschieden, genau aus dem Grund, weil die Reifen ziemlich nah an den Spieler herankommen sollen, damit man die Kurven besser einschätzen kann. So wurde es mir damals erklärt. Wie man erkennen kann, die Spiegel sind von Außenseite zu Außenseite und das ist auch an F1 2021 auch angelehnt, so ähnlich habe ich es da auch gemacht. Das Lenkrad ist nur so halb zu erkennen. Und der Helm ist gar nicht zu erkennen. So kann ich einfach am allerbesten fahren. Und die Daten seht ihr hier. Das Ganze ist übrigens die TV-Kamera versetzt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für eine Kamera fahrt ihr denn? TV-Cam, TV-Cam versetzt oder vielleicht doch die Cockpit-Perspektive? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, vielleicht auch mit einer kleinen Begründung dabei. Und ja, eine Abstimmung habe ich für euch auch gestartet. Könnt ihr gerne mal abstimmen. Ihr wisst ja, wo ihr das Ganze findet. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen und das supportet auch meinen Kanal. Und Dankeschön für den Support in letzter Zeit. Das freut mich wirklich sehr. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.